David, lach einmal. Generisches Kinderlachen, ja. Hast du nicht geübt? Du hattest 2 Wochen Zeit. Ja, aber ich habe festgestellt, ich kann kein vernünftiges Kinderlachen. Na gut. In der letzten Folge habe ich ein wunderbares Geschenk bekommen. Wie man hörte, bei dem generischen Kinderlachen. Es ist wahrlich schön. Du bist halt einfach ein richtig widerlicher, pädophiler Mistsack. Nee. Aber man kann halt... Man lehnt sowas nicht ab. Na gut. Aber hier, Leute, Intro. Mehr. So viel stinkt. Das ist ja richtig. Ich hab jetzt echt überlegt, aber ja, stimmt. Sie stinkt nach Kannibalismus. Ja. Also für Rotkappen ist es ein Parfum, aber... Natürlich. Ja, Aaron war total begeistert davon. Ja, ich meine... Der ist total abgegangen darauf. Ja, es ist... Man kann es sich ja vielleicht folgendermaßen vorstellen. Ein Aphrodisiakum für Rotkappen. Wenn das ist quasi ein Chor, der im Hintergrund eine von uns, eine von uns. Ja, wenn es ist einfach so, us. Wenn wenn man im Jugendalter ist und der erste dann aus der Gruppe der Peers gefickt hat und dann will man nicht direkt fragen, aber man ist schon sehr interessiert, wie das jetzt nur eigentlich war. Und dann kommt später noch jemand hinzu und dann tauschen die beiden sich aus. Das ist ja so ungefähr vielleicht. Ja, sag Herr Aphrodisier kommt für Rotkappen. Der das nicht, der war jetzt nicht spitz deswegen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass du das wollen kannst. Nee. Das will ich tatsächlich nicht. Glaube nämlich auch. Da verliert man nicht nur die Unschuld, sondern auch die Finger. Das kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber... Ja, wenn die richtig in Fahrt sind, was weiß ich. Naja, das kann ich mir tatsächlich einfach nicht vorstellen. Einer der wenigen Momente, in denen der Hunger vielleicht mal kurz in den Hintergrund rückt. Nein. Er ist nicht weg, aber er rückt in den Hintergrund. Ja, aber das befriedigende Gefühl zuzubeißen, was ja die ultimative Befriedigung ist, weil es den Hunger kurz in Schach hält, die könnte man da doch, ne? Ich sehe schon, von weiblichen Rotkappen lässt du dir auf jeden Fall keinen blasen. Nee, das machst du aber sowieso nicht, weil du den Mund dir einmal anguckst und denkst, naja, ne. Gibt einfach Sachen, da steckt man seinen Penis nicht rein. Ich weiß, dass das viele Leute nicht gelernt haben. Das beweist ja diese Studie zur Selbstbefriedigung mit Staubsaugern. Aber es gibt einfach Sachen... Da gibt es eine Studie zu. Ja, natürlich. Es gibt für alles eine Studie. Aber natürlich gibt es einfach eine Statistik. Es gab am Anfang nur eine Statistik, wie viel... Leute halt auf die Art verletzt wurden und dann irgendwann hat jemand sich gefragt, was sind denn das für Leute und hat da irgendwas studiert. Ist doch hochinteressant. Ich weiß nicht, was es war, aber ich wünschte mir, es wäre Abhängigkeit von die Abhängigkeit der Ausprägung des Merkmals befriedigt sich mit Staubsauger zu Sauberkeit der Wohnung. Mhm. Ich weiß es aber nicht. Man müsste das nachgucken. Warum wird sowas finanziert? Das ist doch absolut vernünftig. Und von wem? Weiß ich nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch mit dem Staubsauger da gerade. Das wollte ich schon immer. Das ist vermutlich wichtig für die Staubsaugerhersteller. Wurde vermutlich auch von denen finanziert. Genauso wie Studien zum Trocknen von Haustieren in der Mikrowelle. Damit die dann draufschreiben können, nicht zur Selbstbefriedigung geeignet. Oder irgendwie sowas in der Art, damit die nicht verklagt werden in den USA. Da steht das bestimmt in der Anleitung mit drin. Könnte ich mir gut vorstellen. Was wäre jetzt passiert, wenn das als sicher in der Studie herausgekommen wäre? Hätten die dann geschrieben, auch für die Selbstbefriedigung? Ich weiß nicht, was es für eine Studie war. Ich glaube nicht, dass es eine war, die geguckt hat, was genau, also ich glaube schon, dass die vielleicht Schäden gemessen hat oder so, aber es war keine, die das irgendwie als sicher oder nicht sicher klassifizieren sollte, sondern wer macht das? Dann gibt es bestimmt auch einen zusätzlichen Aufsatz für den Staubsauger, den die dann extra für verschiedene Staubsaugermodelle so eine Art Flashlight im Internet bestellen kannst oder vielleicht auch in einem Sexshop erwerben kannst,
quasi eine künstliche Muschi oder einen künstlichen Mund zum als Staubsaugeraufsatz. Eine Flashlight. Und dann musst du nur noch einen Staubsauger haben, der verschiedene Ansaugstärken einfach einstellbar hat. Das kann richtig. Jeder Staubsauger. Ja, aber ich glaube nicht, dass er weit genug runtergeht. Der geht schon sehr weit runter. Das werde ich mal testen. Mach das. Vielleicht nächste Woche mal. Du kannst uns ich wollte gerade sagen, berichte uns von deinen Erfahrungen, aber nein, musst du nicht. Ansonsten sag einfach Bescheid, dann komme ich vorbei und helfe dir, die niedrigste Einstellung bei deinem Staubsauger zu finden. Ja, ist ja auch sehr gut, wenn du dann im Raum bleiben könntest als Notfallschalter oder Sicherungs am besten gleich Ausdingser. Als Steckerzieher. Ja, man braucht doch immer... Darf ich bitte in den Raum nebenan gehen, damit ich mir das nicht angucken muss? Weil du kannst ja die Tür einfach... Du kannst die Tür einfach angelehnt lassen und den Stecker ziehen, kann ich auch im Nachbarraum. Staubsauger haben ja glücklicherweise die Angewohnheit, sehr lange Kabel zu haben. Okay, das Safe Word ist dann... diese Schmerzen! Mach, dass es aufhört! Okay, aber das musst du auch genau so sagen, ansonsten zieh ich den Stecker nicht. Also ich brauche einen anderen Trip-Sitter? Nee, du musst einfach nur ein vernünftiges Safe-Wort haben. Bananarama. Ja, natürlich. Das kommt in keinem deutschen Satz vor normalerweise. Auch das stimmt, aber das kann ich mir nicht merken in dem Moment der Agonie. Mach jetzt nicht dein Problem zu unserem. Ich meine, du wolltest dich mit deinem Staubsauger befriedigen. Man muss... Im Namen der Wissenschaft. Ja, for science. Ist wichtig. Viel Spaß und bleibt geil, aber nicht zu geil. Sonst passieren Unfälle. Ansonsten bringt den Staubsauger weg. Diesen Staubsaugeraufsatz, ne? Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Crowdfunding. Wir machen Millionen damit. Ja, ja, okay. Machen wir ja tatsächlich. Kinder. Ja. Wir hatten aufgehört, da wart ihr schon wieder zurück, ne? Das ist möglich. Ich weiß nicht mehr, wo wir dran waren, um ehrlich zu sein. Na, du warst im... Ne? Im hier Nacht... Dings, genau. In der Bar. Und... David war dann auch irgendwann fertig mit Kichern. Und ich glaube, wir hatten noch gesagt, dass ihr zurückfahrt, weil ja nichts Wesentliches mehr passiert sein wird. Es sei denn, Sophie wollte sofort noch irgendwas gucken. Nö. Okay, dann seid ihr halt noch zurückgefahren. Easy game. Okay. Wenn ich zu Hause bin, gucke ich mal, wie ich dieses Lachen loswerde. Du kannst es dir einfach abnehmen. So. Dann wirst du quasi, du packst vor deinen Ohren an deinen Koteletten an und ziehst es dir von deinem Kopf herunter und hast dann wieder diesen kleinen Kopf in der Hand, der kichert. Denn es ist ja kitzlig. Du hörst ein Kinderlachen aus Davids Zimmer. Yep. Das ist nicht in Ordnung. Ich weiß aber nicht, ob die da gerade drauf achtet. Der kann ja auch irgendein scheiß YouTube-Video anhaben oder sowas. Nein, es hat eine sehr edle Qualität. Sowas kann nicht aus Lautsprechern kommen. David? Mhm. Was geht denn bei dir? Ich komme in dein Zimmer, was? Was geht denn bei dir? Nicht. Hast du den Kopf dann in der Hand? Nein. Achso. Hast du Besuch? Nein. Ja, aber da ist doch jemand bei dir. Das würde ich so direkt nicht sagen. Aber indirekt. Zumindest lässt deine Formulierung mich irgendwie vermuten, dass du da vielleicht noch irgendwas hinzufügen willst. Möglicherweise. Ehrlich gesagt, gerade nicht. Okay. Obwohl, naja, du wirst dich eventuell wundern, warum da ein Kopf in meiner in meinem Zimmer steht. Ein Kopf. Mhm. Ein Kopf. Mhm.
gedenkst du ihn dir einzuverleiben? Mit Pfefferminzsoße oder mit... Nein, nein, ich hatte ihn gerade eben auf. Ah, du bist jetzt kopflos. Ich geh zurück, hol diesen Kinderkopf. Sie sah auch nicht so aus, als hätte sie dich in irgendeiner Form ernst genommen. Sie hat schon kleine Grübchen und wenn sie so grinst, dann fehlen ein, zwei Milchzähne. Okay. Ich fühle mich irgendwie an Futurama erinnert. Witzig? Wenn ich brauch so ein Glasbottich, das ist eine gute Idee, dann kann ich das nämlich hintun und dann kann ich sagen, das wäre ein animiertes Futurama Ding. Futurama Fanart. Ja. Das finde ich gut. Das ist eine gute Idee. What the fuck ist das? Das ist ein Geschenk für mich. Muss ich dir jedes einzelne Wort aus der Nase ziehen? Nun, das ist ein Sag nicht nun. Wie tief steckt denn dein scheiß Stock im Arsch? Einen Stock habe ich nicht geschenkt gekriegt. Die Ski von uns beiden. Was? Man könnte meinen, du warst die Ski von uns beiden. Also, ich bin ein bisschen sprachlos. Das ist halt quasi das gestohlene Lächeln eines Lachen eines Kindes. Ah. Okay, das ergibt Sinn. Findest du? Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall ist das ein Geschenk gewesen und wenn ich das jetzt aussetze, lache ich wie ein kleines Kind. Schön. Als du lachst, lacht das Kind auch. Was? Als du lachst, lacht das Kind quasi auch. Lachen ist ja schließlich ansteckend. Doch, ich glaube, das klingt sehr melodisch auf dir. Es ist ein Geschenk einer Baronesse. Ja, noch ein wenig befremdlich. Ja, es ist ein Geschenk einer Baronesse. Das kann ich ja nicht einfach ablehnen. Könntest du schon. Das wäre unhöflich. Jein. Aber grenzwertig. Du hättest deine Worte wohl wählen müssen, ja. Im Übrigen solltest du diesen Kopf in den Schrank stellen. Ich weiß nicht, was sie da noch alles drin hat. Wie? Ich weiß auch nicht. Du meinst, in dem Kopf ist Spyware installiert? Weiß ich nicht. Würde zu deinem Glas passen, irgendwie, und zu Futurama. Aber, Ja, eben. Hüpft die dann auch so schön, wenn du da oben Futter reindingst, wie Spock? Müsste man gucken. Ich weiß nicht, ob ich sie füttern muss. Hüpfst du auch? Sie guckt den Kopf an. Dann lacht sie. Du bist fürchterlich eindimensional. Hat man dir das schon mal gesagt? Dann kichert sie. Daria. Schlupf. Na dann, hast ich du jetzt ein schlimm. Wunderschönes Kinderlachen. Ja. Sie ist positiv, wenn es dich irgendwann mal gelüstet, dich fortzupflanzen und dein Nachwuchs, wie auch immer geartet, hat irgendwie eine ekelhafte Stimmfärbung. Hast du jetzt Alter. Quasi hier... Was denn? Das ist krank. Audiochirurgie quasi. Das ist ausgesprochen krank.
Wieso das? Wofür gibt es das denn sonst? Ich finde das sehr sinnvoll. Irgendwas musst du ja damit machen. Ja, es als Geschenk annehmen, es tragen. Du könntest auch irgendwen mal richtig damit foppen, ist dir das klar? Das ist richtig. Es ist nur die Frage, ob ich das jemand anders Ich überlege gerade, was passiert, wenn man Sandro dieses Kind aufsetzt. Flüstert er dann nicht mehr? Dann müsste er eine richtige Lache haben. Ja, wenn er dann irgendwann mal lacht, ist die Frage. Ach doch, zwischendurch wird. Ich konnte ja auch gerade eben auf der Rückreise ja auch mit ihr reden. Und hat nicht in ihrer Stimme geredet, sondern hat. Ja, aber im Falle eines Lachens wäre echt interessant, was dann passiert. Alter. Es ist jetzt echt reine Neugierde. Du bist schon ein bisschen creepy, das ist schon ein bisschen krank. Wenn Sandro in der Ecke steht, im Dunkeln, ist es sowieso schon ein bisschen super leicht. Cool. Es ist super creepy. Cool. Und dann kommt dieses Kinderlachen, ernsthaft. Super cool. Es ist, also nee, ich glaube, das machen wir lieber nicht. Dir entgeht viel Schönes, David. Ist dir die Ästhetik dieser ganzen Angelegenheit eigentlich bewusst? Die auditive Ästhetik? Bist du denn gar nicht neugierig, was in dem Fall passiert, David? Schon. Das ist ja das Problem. Ich find's super interessant, aber ich glaube, die Welt bricht auseinander, wenn wir das tun. Ich glaube nicht. Aber dann ist die Frage, ob der Fluch des Slua da mehr wiegt oder ob das Kinderlachen nicht seines ist und es deshalb funktioniert. Weil ansonsten hätte ja jeder Slur die Möglichkeit, sich die Stimme eines anderen zu stehlen. Das ja, müsste auch gehen. Ich glaube, stell dir mal vor, du klaust dir die Stimme von irgendwem. Da kann man jemanden ganz schön, einem stummen Kind, echt einen Wunsch erfüllen. Ja, ich muss gerade an einen Film denken, den ich mal als Kind gesehen habe, aber das müsste eigentlich gehen. Ariel, die kleine Meerjungfrau. Oh. Da hat die Meerhexe der doch auch die Stimme weggenommen. In so einer schönen Muschel. Ich wette, das hat schon mal jemand gemacht und das ist so ähnlich gewesen. Sagen haben ihren Ursprung. Nee, das geht bestimmt. Das ist bestimmt sogar übelst easy. Man muss nur einmal wissen, wie. Na klar, man geht einfach in die Stadt bei der nächsten Wahl und sagt, ich hätte gerne ihre Stimme. Also das ist, ich bitte dich, das ist jetzt wirklich einfach. Ja, ich weiß nicht, ob da nicht ein bisschen mehr für nötig ist, aber ja, prinzipiell müsste man sich mal beschäftigen. Also mir nützt das jetzt nicht viel, aber prinzipiell, ehrlich gesagt, will ich auch nur wissen, ob es geht. Ich hab's nicht wirklich vor, aber vielleicht ist es irgendwann mal nützlich. Naja, also man geht einfach hin, ne? Oh, sie haben aber eine hübsche Stimme, darf ich sie für die nächste Wahl benutzen? In der nächsten Wahl haben? Ja, mich interessiert eigentlich nur, wie das genau geht und was man genau dafür tun muss, weil das wäre was, womit man jemanden echt ärgern kann und da ist es schon gut, wenn man sowas schon mal gesehen hat oder weiß, wie es funktioniert, falls einem das mal selber passiert. Ja, das ist richtig. Ich glaube, deswegen gibt es keine Demokratie bei den Themen. Jeder, der nach einer Stimme fragt, wird ausgelacht, weil niemand will seine Stimme verlieren.
Naja, oder so Aussagen wie, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ooh. Ja, ja. Ooh, das ist böse. Ja, ja. Es sei denn, du baust natürlich die Finte ein, dass du sagst, mit meinem guten Namen und du hast halt keinen, dann geht's natürlich auch wieder, aber... Also man kann wirklich dummtüch machen. Ich kitzel die Kleine nochmal und hin. Siehst du, es ist doch herzallerliebst. Es ist creepy as fuck. Creepy wäre es erst dann, wenn du sie an den Haaren packen würdest und neben dir herträgst. Das mag sein, ja. Ich suche, gehe in die Küche und suche mir eine Schüssel, wo ich sie reinstellen kann. Sure. Am besten aus Glas. Mhm. Ein Spritzer Zitrone aufs Hirn. Hält frisch, sagst du? Nee, schmeckt besser. Alles klar. Ja, ich stelle sie dann, also pack sie in eine Schüssel und pack sie dann in den Schrank erstmal. Das ist mir ein bisschen zu creepy. Dann ist dieses helle Lachen etwas dumpf. Es ist jetzt auch nicht mehr allzu oft, weil in einem dunklen Schrank sind nicht so viele Sachen lustig, aber ab und zu. Gott, ich werde so schlecht schlafen. Mhm. Das Ding ist chimärisch, ich kann das unten in den Keller räumen. Und dann kann ich nicht schnell darauf zugreifen, wenn jemand von ihr auftaucht. Oh Gott. Musst du ja auch nicht. Du kannst sagen, du bewahrst es an einem besonderen Ort auf, damit nichts damit passiert. Das stimmt. Das ist ein guter Plan. Ich bring's unten in den Keller. Mhm. Und verwahre es dort. Ich baue dafür einen Schrein. Ein Schrein? Ja, also so ein kleines Regal, wo nur das Ding drin ist. Okay. Ich vermisse gerade so ein bisschen das Soundboard unseres Spielleiters, ehrlich gesagt. Mhm. Was soll ich denn machen? Kinderlachen einspielen. Die waren alle scheiße. Ich habe lange gesucht, weil in dem Raum hätte ich theoretisch welche haben wollen. Ich hätte ein bisschen Halt runtergemischt und eine Schleife reingebaut. Aber die waren alle kacke, tatsächlich. Es hatte einfach nicht die Qualität, die ich mir erwünscht habe. Und dann wollte ich natürlich mir einfach authentisches Material aus der echten Welt besorgen, aber aus irgendeinem Grund fanden die Mischer das alles nicht in Ordnung. Dass die Kleine für mich lacht. Zeigst du mir dein schönstes Lachen für den Onkel. Hier hast du einen Bonbon dafür. Wollten die nicht? In wie vielen Kindertagesstätten hast du jetzt Hausverbot? Nicht viel mehr als vorher. Er hatte in den meisten schon Hausverbot. Gerichtlich verfügte nicht mehr Annäherungsdinger hier, wie heißen sie? Wenn man sich nicht mehr irgendwelchen Orten nähern darf. Dings. Dings, achso. Die so ähnlich nach Bums kommen, sagst du. Gut. Das ist übel. Das ist übel. Und was hat das bei dir so ergeben? Was? Was das bei dir so ergeben hat? Was sich bei mir ergeben hat? Ja, also ich habe ein Kinderlächeln. Ich habe 9 Bekannten. Einen alten wieder getroffen und ja. Ach, über mich beschweren, dass ich jedes Wort aus der Nase ziehen muss. Nein, weil es nicht so viel zu erzählen gibt. Ich habe mich mit Aaron getroffen, mit dem ich mich vorher schon mal getroffen hatte. Und habe mich mit ihm ein bisschen unterhalten und er ist mit mir in
Ich sag mal, wie nennt man das am besten? Ein Etablissement gegangen, das sich darauf spezialisiert hat, menschliche Gelüste jedweder Art zu befriedigen. Was ein Pop. Nee, nicht direkt. Also vielleicht gab es da auch Huren, ich weiß es nicht. Bestimmt, aber nicht ausschließlich. Naja, auf jeden Fall ist das ein von einem Satyr geführt und mit dem habe ich ein bisschen unterhalten. Was? Das hätte ich jetzt auch erwartet, dass es halt von einem Satyr geführt Nö, aber war ganz okay. Sonst führen. War ganz okay. Es war jetzt auch nicht super aufdringlich, also du konntest dich da auch einfach hinsetzen und dich mit Leuten unterhalten. Es ging schon. Oh Mann. Naja. Und ansonsten, ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Aber dass das so eine gefährliche Stadt sein sollte, relativ wenig passiert, das ist gut. Ja. Ich würde mal sagen, zum Glück. Was? Ich würde mal sagen, zum Glück. Ja. Es könnte sein, dass wir bald das nächste Mal Besuch bekommen, übrigens. Wieso sollten wir Besuch bekommen? Naja, ich habe ja nicht nur das Kinderlachen. Ich habe auch. Was hast du? Ich habe nicht nur das Kinderlachen bekommen, sondern auch neue Freunde. Also vielleicht treffe ich mich mal mit jemandem. Dann mach das doch. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich dachte, ich wundere, dass hier irgendwelche Leute auftauchen. Ich wundere mich nicht, dass irgendwo irgendwelche Leute auftauchen. Ich bin das gewöhnt, ich lebe schon länger in WGs. Sehr gut. Ja, ich wollte dich vorbereiten. Was macht man? Habe ich gelernt zu Hause. Naja, da ich meistens nicht weiß, wenn plötzlich irgendwelche Leute vor der Tür stehen, kann ich dich immer schlecht vorwarnen. Naja. Was sagt jetzt schon wieder dieser zickige Unterton, Milady? Hm? Das war nicht zickig gemeint. Möchtest du Abendbrot? Nö. Gut, dann mach nur ich mir was. Do that. Ja, ich geh in die Küche und mach mir was zu essen. Das Schweigen ist das Spielleid, das da, stille Aussage hier, es gelingt dir. Ich gehe davon aus, ja. Das war, ich habe auch nicht darauf gewartet, sondern ich habe eigentlich darauf gelegt, was ich dann gleich als nächstes tue. Es war sowieso nur ein ich tue Dinge und Stuff, damit der Spielleiter, wenn überhaupt, irgendwie interveniert oder aber ich mir überlege, was ich tun soll. Mir fällt aber nichts Sinnvolles an, was ich gerade tun kann. Sophie vervollständigt noch eine Zeichnung. Ich werde übrigens morgen nochmal nach Leipzig fahren, sagt sie irgendwann. Ach Gott. Nochmal? Ja, ich suche jemanden da. Okay. Ja, den da. Sie zeigt dir eine Zeichnung, die Zeichnung eines Kopfes. Also Köpfe habe ich gerade zu Genüge. Ist man ein Kind? Nee, ist ein Erwachsener. Deswegen sagte ich ja, meins ist ein Kind, was ich habe. Achso. Kinderpuppe. Kenn ich nicht den Dude, glaube ich. Was ist das für einer? Warum suchst du den? Das weiß ich noch nicht. Aber du bist dir sicher, dass du ihn finden willst? Ja, ich weiß, dass er in irgendeiner Form irgendwie wichtig ist. Ich weiß aber noch nicht, warum. Das gedenke ich herauszufinden. Okay. Vielleicht können wir uns ja helfen bei unserem kleinen Problem mit dem Fenster. Das glaube ich nicht. Naja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gerade machen können, oder? Na, der ist... Also, ich glaube, das ist ein Mensch. Und der ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt. Zumindest sagte das der Satyr, weil ich den nämlich auch nach dem Typen gefragt habe.
Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht, warum er wichtig ist, aber irgendwie werde ich das schon rausfinden. Dafür muss ich ihn aber erstmal finden. Das stimmt. Du könntest quasi mehr von den Bildern malen und einfach sagen, kennen Sie diesen Mann? Dann hängst du es überall auf. Missing Person. Eine Facebook-Umfrage starten zum Beispiel. Soll unwahrscheinlich hilfreich sein. Facebook? Hm. Ja, ich könnte einfach behaupten, das ist mein Onkel. Zum Beispiel. Ja, erstmal quasi so ein, kennen Sie diesen Mann und wenn Sie den kennen, dann melden Sie sich doch bei mir. Wup, wup. Ja, nee, dann kriege ich nur ganz viele komische Meldungen und Anrufe und Zeug, nicht Anrufe, aber Zeugs und das ist, glaube ich, keine gute Idee. Hey, Süße, ich könnte dir mal meinen kleinen Onkel zeigen. Du sollst vielleicht vorher dein Profilfoto ändern, auf Privatsphäre stellen und so. Dass die Leute nicht sehen können, wie du aussiehst. Ja, nee, ich bin kein Freund von sowas. Also das werde ich machen, wenn ich gar keinen Erfolg habe, ja. Aber wenn, dann, also wenn gar nicht, halt, dann werde ich es probieren. Aber ansonsten lenke ich möglicherweise auch Aufmerksamkeit auf den Typen, was vielleicht gar nicht so gut ist, weil ich ja noch nicht weiß, warum er wichtig ist. Das heißt, es könnte auch sein, dass jemand anders vielleicht nach ihm sucht aus irgendeinem Grund und der soll ihn dann vielleicht nicht finden. Also ich habe einfach keine Ahnung. Hm. Das heißt, ich möchte auch jetzt nicht das Internet auf ihn lenken, weil das ist vielleicht nicht so gut, weil andere Personen, die ihn vielleicht nicht finden sollten, auch im Internet sind. Stimmt. Aber das Internet ist für uns alle Neuland. Bitte? Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, für ältere Semester wahrscheinlich, aber... Willst du etwas sagen, unsere Kanzlerin wäre alt? Ein Mann. Bisschen Zitrone aufs Hirn. Hm. Ja, das tue ich vielleicht ganz gut. Ja, ich denke auch. Dein Mikro ist übrigens super dumpf. Ich verstehe dich heute so. Schlechter als sonst, ja. So besser? Ja. Okay. Fasziniert, ich habe nichts gemacht. Weiß ich nicht, im Moment höre ich dich besser. Vielleicht redest du auch anders oder lauter. Hm. Nun gut, aber wie gesagt, ich werde ihn nicht mehr heute suchen, sondern ich werde das morgen tun. Also morgen Mittag wahrscheinlich, weil ich morgen früh nicht aus dem Bett komme. Also morgen Nachmittag wahrscheinlich, weil ich morgen Mittag aus dem Bett komme und dann erstmal frühstücke und so weiter. Wer kennt das nicht, ne? War auch ein anstrengender Tag. Ja, ich weiß, dass du... Du bist ja ein Frühaufsteher. Zumindest werkelt hier irgendwer mal zu nachtschlafender Zeit in der Wohnung rum und ich vermute, dass du das bist. Das ist nicht um nachtschlafende Zeit, das ist um 8 Uhr morgens. Das heißt, die Sonne ist schon lange aufgegangen. Wir haben Winter, da ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Aber sie hätte aufgegangen sein sollen. Nein. Die Sonne ist dein Freund. Immerhin leben wir schließlich im Sommer, das weißt du doch. Aber nicht mehr ewig. Hm? Nichts. Mann, Mann, Mann. Und Kühe schlafen halt auch nicht ewig. Das muss man auch mal, ne? Der Sommer soll ruhig Sommer sein, aber das soll er im Sommer sein und nicht im Winter. Also, das muss jetzt mal gesagt werden.
Jetzt hast du mal einen rausgehauen. Was interessieren mich Kühe? So ehrlich. Weißt du, die tun sich, denen tut das weh, wenn man die nicht merkt morgens früh. Und dementsprechend, weil die einfach zu viel produzieren, muss man die halt früh merken. Sonst reden die am Rad. Das wäre schon wichtig. Das interessiert mich nicht. Es war auch ein random Fun Fact. Dass man Kühe morgens melken muss. Naja, schon. Weil sonst haben die Schmerzen, das ist schon Tierquälerei. Aha. Und deswegen bin ich früh morgens. So viel, also ich hab keine Kühe mehr, aber... weg. Stetter! Ich mach Essen. Gut. Da David ja am nächsten Tage früh die Kühe melkt. Naja, also nur aus der Regel, der früh wach ist, weil ich sonst mal die Kühe gemolken habe. Das bleibt halt einfach im Blut. Ist eigentlich die Tierquälerei, die Viecher dann nicht früh zu melken, oder ist die Tierquälerei, denen vorzuspielen, die hätten die ganze Zeit Kälber? Naja, die Tierquälerei ist eigentlich, sie so völlig zu überzüchten und, dass sie halt Schmerzen haben ohne Ende. Nee, das kann keine Tierquälerei sein, das ist Gott Menschen gewollt. Das ist schon richtig so. Na gut, also du melkst früh die Kühe. Das heißt, du wirst wenigstens einer wird ansichtig. Ja. Ja, was hast du erwartet? Der hat einen Kinderkopf im Schrank stehen. Und nur eine Zitze. Ja, dafür aber vermutlich drei Brustwarzen. Also es ist ja so, dass du aus deinem Zimmer wenigstens kannst du ja auf die Straße gucken. Das heißt, du siehst, wie der Wanz sich mit irgendeinem Jungen ihres Alters streitet. Und dann wird's heftig. Dann gibt's in die Range. Er fällt hin und wischt sich über sein blutendes Näschen und haut nach ihr und trifft ihre Wange und sie wird garstig und wütend. Und dann im weiteren Gerangel leckt sie sich quasi über die Wange. Und dann hörst du ein Donnern in eurem Haus, das muss von unten kommen, von dieser Tür. Und der Wanz erschrickt ganz doll und rennt weg. Alles klar. Da hat entweder Herr Satt oder die Tür gerade dem kleinen Kind das Leben gerettet. Vielleicht ja auch dir, vielleicht wäre Miriam ja zuerst zu dir gekommen. Wahrscheinlich nicht. Aber warum ist Miriam schon wieder raus aus dem Keller? Das habe ich nie gesagt. Kannst du mal nachgucken? Nein. Achso. Es gibt Dinge, die muss man einfach nicht machen. Das stimmt. Ich nehme das einfach so hin und frage nachher mal, wenn ich sowieso runtergehe, um halt irgendwas, zum Beispiel die Möhre runterzubringen oder die Wäsche nach Magda, dann... Zu Magda? Dann kann ich die frühe Tür ja ganz nonchalant fragen, warum sie denn heute Morgen zugeschlagen wurde. Wen willst du fragen? Die Tür. Also die... Meine neue Lieblingstür. Ja, pass auf. Ich wurde nicht zugeschlagen. Nein, das war unten ein Schlag gegen die Tür, die anderen Türen, die sich für das Bessere halten. Ich hatte schon befürchtet, dass sie jemand was angetan hat. Nein, danke der Nachfrage. Es geht mir ausgezeichnet. Sehr schön. Das war noch weiter unten. Ich verstehe. Dann habe ich das verstanden. Dann weiß ich, welche Tür zugeschlagen wurde. Nein, die wurde nicht zugeschlagen. Das ist ein anderes Geräusch. Es war, wie als hätte jemand mit einem Vorschlaghammer dagegen gehauen. Ich kann nur mitfühlen mit dieser Tür, obwohl ich sie nicht leiden kann. Ich verstehe. Dankeschön.
Ich werde gucken, ob ich ihr was Gutes tun kann. Ach, kümmere dich nicht um die, die jetzt... Keine Ahnung. Kümmere dich doch um die anderen Türen hier im Haus. Sicherlich. Dankeschön. Hm. Ich stelle halt ab, damit ich sie wieder vernünftig schließen kann. Ne? Vorsichtig und so. Und dann gehe ich zu Magda und bringe die Wäsche rüber. Martha. Martha, Entschuldigung. Ja, ich weiß das. Euer kleines Kaffeekränzchen. Und sicher. Ist das wichtig? Erzählst du dir denn was von deinen Erlebnissen? Nein. Dann bin ich fein raus, sonst habe ich hinterher auch noch Sand in der Kleidung. Mhm. Ach so, na, ich meinte jetzt eigentlich die neuesten Erlebnisse ohne so fies eingreifen. Wobei, ich glaube, das interessiert die gar nicht. Nein, nein, also sie kriegt nicht mit, dass ich ein Kinderlachen jetzt trage. Mhm. Und erzählst du ihr sonst was von den neuen Gegebenheiten im Haus? Nein, es wäre nicht richtig, mit ihr darüber zu sprechen jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ja, die ja schließlich... Ja eben, sie ist mit ihm zusammen, mehr oder weniger. Und verteidigt ihn übelst. Also... Oh, nein. Ach, die! Alter, wir haben so viele Ereignisse in dem Haus. Nee, das wäre nicht so gut, nee. Nein, 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 nein. Ich dachte auch eher an, an... Die wärmende, das wärmende Feuer der Liebe, das jetzt in eurem Haus brennt. Das wird ja bald nicht mehr so sein. Der Zaubertrank wirkt ja bald nicht mehr. Bitte nochmal was? Der Zaubertrank wirkt ja bald nicht mehr. Pff, ach, mein Junge, du hast noch eine ganze Weile zu überstehen. Nach dem, was er gesagt hat, 2-3 Wochen? 2,5? Ich bin da guter Dinge und zuversichtlich. Na gut, okay. Dann ist es ein Kaffeekränzchen über Weihnachten oder was weiß ich, was es noch so gab. Genau, das ist halt so, ne? Das, was es halt so in der letzten Zeit gab und so weiter und so fort. Was es bei ihr so Neues gibt. Ich bin ja mal sehr neugierig, was es dann bei den Nachbarn so Neues gibt. Hm. Dies und das, einiges. Einiges ist los gewesen. Oh, und am Hof? Hat sie jetzt keine neuen Infos bekommen? Hof ist so, ja, weit weg. Na, zum Glück. Das ist das Gute daran. Ja, dann bedanke ich mich natürlich herzlichst quasi bei ihr. Mhm. Werd sie natürlich noch informieren, dass halt, ne, ja, also die andere quasi ja den Job verloren hat und so weiter und so fort. Muss wohl ganz schlimm gewesen sein. Ja, warte mal, den Teil, ja, das müssten wir vielleicht mal kurz in-game klären. Ach so, ah. Ja, ne, es ist halt so, hast du schon gehört, die hat das schon wieder und das mit ihrem Kind. Also unverantwortlich, ihren Job zu verlieren, in dem Fall. Ach nein. Ja, ich weiß nicht. Ja, das tut mir leid, gerade auch für den Jungen. Ja, eben, das ist halt also unverantwortlich von ihr, finde ich. Mensch, meiner, und jetzt stehst du so ganz alleine wieder da. Hm. Naja. Die wird das schon schaffen. Die ist ja, ne, jetzt auch keine 20 mehr. Ja, ja, die Die muss ich da schon irgendwie durchbügeln, ja, sie ist halt alt genug, das zu schaffen. Ja, die hat genug Lebenserfahrung, ne? Ich finde das ein bisschen unverantwortlich von ihr, dass sie halt ihren Job so dermaßen riskieren, anscheinend zu riskieren.
Ach, da kann man ja nicht immer was für, aber ich denke mir, man sollte sich halt vorher überlegen, wenn man sich so ein Kind anschafft, ob man das auch alles stemmen kann oder nicht. Ich helfe den Leuten ja immer gern, aber bei der, die möchte auch nicht Hilfe so richtig annehmen. Die schlägt das da ganz gern mal aus und da muss ich mir auch nicht pampig kommen lassen. Ne? Na eben. Aber naja. Die findet bestimmt was Neues. Also hoffe ich für sie. Hoffe ich für den Jungen. Auch ganz fest. Und wenn nicht, ich meine, es ist ja nichts verkehrt daran. Die Leute sagen immer so nach dem Motto, oh, wenn es ganz schlecht auf schlecht kommt, dann gehe ich irgendwie Klosch rum. Aber weißt du, meiner, das ist ja nicht irgendwie schlimm, das ist ja nicht schlecht. Das ist ja auch eine Arbeit, die gemacht werden muss. Genau. Ja. Ist ja auch eine Arbeit, die gemacht werden muss. Ja, na klar. Aber ich finde es halt schade um den Jungen. Das ist halt so. Ja, der ist natürlich. Kann ja auch nichts dafür. Ja, der ist ganz arm dran, der. Meine Mutter. Kann man sich ja nicht aussuchen. Ja, ich hab auch, ach, der tut mir leid, der Junge, das. Möchtest du noch einen Keks, David? Gerne. Alter, hier, doch, ich pack dir gleich mal ganz, ich hab hier noch ein halbes Blech, pack dir gleich mal einen, ne? Gibst Sophie auch ein paar, ne? Die sieht ja immer so aus. Also das, dass sie da auch mal wieder ein bisschen, als sie wieder zurückkam, habe ich mal kurz irgendwie gesehen, vorm Haus hat sie gerade aufgeschlossen. Mann, die sieht ja aus wie so ein abgemagertes sibirisches Teen-Model, weißt du? Ja, das trifft es noch ganz gut. Also, ist halt schon, die hat schon, sie hätte mal vielleicht was unterwegs essen sollen, ja. Ach, die kommt schon wieder auf die Beine, das ist ja kein Problem. Die Sophie ist ja auch eine gute, David, die ist eine gute. Und bei den Guten, da passiert auch nur Gutes. Ja, eben. Meine ich sag nicht ich mir. Wahrscheinlich hat sie einfach, ist sie nur einfach verwöhnt von unserem guten Essen, hat deswegen nichts unterwegs runtergekriegt. Ach, na ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, die ist da schon eine ganz patente, ganz anspruchslose, auch so denke ich das. Ja, aber warum isst sie dann halt so wenig? Das ist halt so. Vielleicht gab es da einfach... war unterwegs knapp. Man weiß ja nicht, wo die sich rumgetrieben hat. Ja, vielleicht. Aber nun gut. Ich bringe die auf die mit. Sie wird sich auf jeden Fall freuen, denke ich. Die schmecken ja richtig gut. Das freut mich. Ich kann mir auch ruhig mal sagen, was ist vielleicht. Ja, die mag doch bestimmt diese englischen Dinger, ne? Scones und alles. Kann ich auch mal machen, ist ja kein Problem. Ich frag sie mal. Na klar, würde mich freuen, David. So, jetzt muss ich aber noch weg, weil ich hab nämlich noch quasi die Treppe zu fegen. Ich bin heute dran. Na dann mach das mal. Ja. Bevor die Leute da durchstampfen durch den halben Dreck. Ja, und dann tragen die ihn immer in die Wohnung. Ist ja auch nicht schön. Eben. Mm. Eben. So, ein bisschen links und rechts, ne? Und dann ich quasi mit der Taschenwäsche. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Küsschen links, Küsschen rechts. Ich habe verstanden, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ich war verwirrt. Ja, klar. Sehr schön. Ja, wenn du dich dann umdrehst nach den Küsschen, dann klatscht sie dir quasi nochmal auf den Arsch und dreht sich dann pfeifend um und geht zurück in Waschdings. Sehr gut. Ausgezeichnet. So muss das. Hast du ja gar nicht gesagt, dass Roland für sie gesammelt hat. Es gibt Dinge, die muss sie einfach vielleicht gar nicht wissen. Weil sonst ist sie. Sonst verliert ihn bald nicht nur ihren Job. Was schützt du denn der Martha zu? Die Martha ist eine gute Feinde, die nur den Leuten helfen will. Natürlich. Aber manchmal sind die auch vielleicht ein bisschen zu freundlich. Das gibt's ja gar nicht. Zu freundlich, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Ich auch nicht. Na, dann ist ja gut. Feche du lieber die Treppe, du hässliche Schwein. Mach ich. Übrigens, du hast ja gesagt, du bist dran. Das ist ein Plan, den du dir selbst erstellt hast, ist klar, ne? Da fegt niemand die Treppe. Ich weiß das, ich bin ja immer dran. Ja, das stimmt. Das war mir schon klar, dass ich das selber mache. Also das wollte auch nochmal sicher gehen.
Es ist immer gut, ein Heinzelmännchen im Haus zu haben. Du, ich mach das ja gerne, ne, solange die Wohngemeinschaft alles freundlich ist und, ne, alles so ihren Gordon Gang nimmt und jeder sich an die Hausregeln hält, ist alles gut. Welche Hausregeln? Die, die ich bestimme, die ich noch gut finde. Wenn ich irgendwas nicht gut finde, dann wird man das schon merken irgendwann. Okay, gut. Das ist schließlich mein Haus und Heim. Man denkt das immer am Anfang gar nicht, aber es entwickelt sich dann doch immer so, dass die Heinzelmännchen die größten Dieven sind. Ja. Das meine ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie herabwürdigend oder so. Aber die sind ja schon so angelegt, die machen immer alles und sind super cool. Und dann musst du erraten, wenn du merkst dann schon, wenn ihnen was nicht gefällt, aber du musst dann erraten, was es ist. Und deine Anerkennung zeigen. Sophie ist für solche Spielchen nicht gemacht. Ja, Sophie. Ich glaube zwar, die ist sehr für solche Spielchen gemacht, aber... Ja. Sie wird mein Missfallen irgendwann merken. So ist das nicht. Hm. Dann suchst du sich eine Übernachtungsalternative. Wenn es einen Grund dazu gibt, natürlich. Es ist genauso wie eine gewisse Dame auch das Missfallen einer anderen gewissen Einzelmännchen-Dame sich eingefangen hat anscheinend. Ja. Die hat aber sehr viel Schlimmeres gemacht, als Sophie dir bisher angetan hat. Das meinst auch nur du. Ich bin mir da zu 300% sicher, denn ich weiß es. Das kann ja durchaus sein. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es vielleicht erfahren, irgendwann. Mhm. Na gut, du hast eine Treppe gefegt. Kriegst ein Bienchen ins Muttiheft. Ja, das stecke ich mir auch ein. Ich habe extra viele Bienchen gekauft. Geil. Es gibt halt Sticker. In Satyr-Form, in Orakel-Form, in und so weiter und so fort. Du meinst, das du ganze hast Sticker anfertigen lassen. Und das ganze Heftchen ist voll mit Bienchen. Also eigentlich mit Hummeln, aber das ist egal. Das sind die Fleißhummeln. Wer kennt sie nicht? Ich oh kenn sie. Oh Gott. Jeder braucht Bestätigung, das ist doch okay. Ja. Mich würde es hart wundern, wenn irgendwann mal eine nicht eine Hummel, sondern irgendein anderer Aufkleber, weil die liegen da drunter quasi. Da drin wäre in diesem imaginären. Ja, aber dieses Heft ist ja eh nicht öffentlich irgendwo rumliegen. Nee, das ist imaginär. Also ich bitte dich. Ach so. Das war mir jetzt nicht ganz bewusst. Nein, also ganz ehrlich, so verrückt ist er dann auch nicht, dass er irgendwo ein Buch hat, wo er ganz viele Hummeln einklebt, nur für sich selbst. Ich verurteile nicht. Laut. Ja, eben laut. Ah, sehr schön. Siehst du, irgendwann wird Sophie es dann nochmal probieren, das ganze Treppenhaus mit einem einzigen riesengroßen Bild zuzupflastern. Na, du hast da schon einen Teil zugepflastert mit dem Trommelbild. Ja. Aber das hat der Wanst wieder überstrichen. Ich erinnere mich. Was möchtest du denn für ein tolles Bild malen? Ich sage irgendwann, jetzt weiß ich es noch nicht. Gut, wenn du nämlich ein Einhorn-Gemetzel oder so da malst, dann kriegst du Ärger mit mir. Es wird kein riesengroßes Einhorn, sonst heulen ja nur wieder alle. Ja. Ja, auch Sophie wird irgendwann mal aus ihrem Schlummer erwachen, denn wie immer ist sie extrem spät ins Bett gegangen. Und hat lange geschlafen. Insbesondere, weil David jetzt mal nicht in der Wohnung rumgewerkelt hat, sondern bei Martha war. Und dann die Treppe gefegt hat. Das heißt, so irgendwann gegen 2 bequemt die sich dann auch mal aus dem Bett. Und, Es stehen Kekse und ein frisch aufgebrühter Tee in der Küche. Der ist doch bestimmt schon kalt.
Ich kenne deine Zeiten, wann du aufstehst. Die sind immer anders. Thermoskanne. Ha. Und das ist halt nicht vor, nicht vor 12. Das stimmt. Siehst du, dann zur Not mache ich halt zwei Kannen. Jede Stunde eine neue. Du bist völlig bescheuert. Das ist egal, ich trinke ja auch gerne Tee. So, denn wird sie trotzdem ein paar Kekse frühstücken und Tee? Kokosmakronen, sehr aufwendig. Ja. Ich glaube, Sophie hat noch nie in ihrem Leben Kokosmakronen gebacken. Insofern weiß sie nicht, wie aufwendig die sind. Ich dachte, das kann man erkennen. Ja. Sie wird sie trotzdem frühstücken. Mit Genuss. Und irgendwann mit ihrem Rucksack, der natürlich nicht voll ist, sondern wo nur halt ein bisschen Kram drin ist, die Treppe hinunterkommen. Aloha. Hi. Na? Na? Wohin des Weges? Nach Leipzig. Hast du dir Proviant mitgenommen? Aber selbstverständlich habe ich das. Sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Okay. Zudem macht sie sich auf zum Bahnhof. Easy. Fährst nach Leipzig bis da. Okay. So, dann geht sie mal zum MDR-Turm. Geil. Das ist ein sehr schönes Gebäude. Das hat Fenster. Davon nicht zu knapp. Er ist recht hoch. Zumindest ist es so ziemlich das höchste Gebäude in der Umgebung. Frag mich, wie viele Stockwerke. Er ist jetzt kein Eiffelturm, aber er ist schon hoch. Und da steht da oben MDR drauf. Auch. Und die untersten Scheiben Glases, die ja quasi dann eher so Fenstertüren sind, die sind eher verspiegelt. Die eine, da ist so ein weißlich-gelbes, so eine Folie drüber geklebt, weil da wohl anscheinend Schäden dran sind, also irgendwie stumpfes Trauma hat die Scheibe erlitten. Vermutlich tödlich. Und da liegen auch noch so ein paar Reste unten am Boden. Das sieht aus wie so eine Autoscheibe, also eine, die nicht zerplatzt, sondern ne, ungefährliche Form von Sachen hinterlässt. Ich entschuldige mich in aller Form, ich habe nicht damit gerechnet, dass du wirklich beschreiben wolltest. Ich dachte, du wolltest mich jetzt wieder einfach nur trollen. Indem du sagst, es hat Fenster. Es war ein bisschen von beidem. Aber es hat auch wirklich viele Fenster. Jetzt hasse ich dich wieder ein bisschen mehr. Ja, das Gebäude selbst interessiert Sophie erstmal gar nicht so sehr, sondern eher die Personen da drumherum und die Gegend. Sie geht jetzt einfach mal ein paar Seitenstraßen ab und ein paar Straßen ab und Plätze und was auch immer da so ist. Boah, was weiß ich, was da war. Da sind andere Häuser drumherum. In der Nähe ist dann, glaube ich, auch auf jeden Fall ist es da in der Nähe so ein kleines Kneipenviertel und eine Fußgängerzone. Ansonsten, da drum ist nichts Interessantes. Okay. Ein paar andere Gewerbehochhäuser, glaube ich. Ja, sie sucht halt den Typen und es hieß, der sei in der Nähe des MDR-Turms oder zumindest ist er nicht. Okay, ist er nicht. Dann sucht sie jetzt auf jeden Fall mal nach Leuten, die so aussehen, als ob sie da viel Zeit verbringen. Entweder Jugendliche, die da sind und so aussehen, als würden sie sich da öfter treffen. Oder halt sonst auch irgendwelche Penner oder irgendwas anderes. Dort ist auf jeden Fall kein Penner-Place. Das ist halt zu nah am Bahnhof, als dass man nicht zum Bahnhof gehen würde. Aber Jugendliche vielleicht. Nee.
Die heutige Jugend ist auch einfach nicht mehr so viel auf der Straße rumhängt. Wir haben sie endlich von den Straßen runterbekommen. Sie ist jetzt im Internet. Ja. Aber zum Bahnhof, gute Idee. Da kann Sophie auch nochmal gucken. Da kommt sie zwar her, aber da kann sie sich auch nochmal genau umgucken. Ansonsten gibt es da auch noch ein Kioske, ein Späti und irgendwelche anderen. Das ist gut, da kann sie fragen. Eine Bäckerkette. Nee, eher Kiosk oder Späti, da wird sie eher mal fragen. Wo denn zuerst? Kiosk. Das, was den besten Blick nach draußen hat. Ja. Hier steht ein älterer Mann mit kurzen Haaren, schon durchkraut. Und hat gerade noch irgendwelche richtig ranzigen Ekel-Zigarillos verkauft an irgendeinen Totgesuchteten und wendet sich dann dir zu. Hey. Was darf es denn sein? Eine kurze Frage. Und ach scheiße, warte mal kurz, wir sind ja in Leipzig. Ja, ich möchte mich nochmal... was darf es denn sein? Ich habe nur eine kurze Frage. Und zwar, ob Sie diesen Mann hier schon mal gesehen haben. Ich habe mir über, das ist ein Leipziger, der aus Dresden kommt übrigens. Nur klar, der hängt da ab und zu rum draußen. Feste Zeiten, wann und wo? Wissen Sie vielleicht, wo ich den finden kann? So genau achte ich da nicht drauf. Sind ja hier immer mal. Okay. Aber ich weiß nicht, den haben sie ja neulich, glaube ich, wurde der ja dann irgendwie, hat er hier Stress gemacht und ich weiß nicht, ob sie ihn da mitgenommen haben oder so, aber da gab es schon irgendwie Stress hier. Müssen sie auch mal vielleicht hier bei dem Späti fragen, weil das war wohl irgendwie abends. Okay, versuch ich's da mal. Dankeschön. Nur klar. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ja, und dann geht's hier rüber. Das Späti hat jetzt... Ach, meine Güte, der hat jetzt offen. Ja, es ist schon Nachmittag, später Nachmittag. Offen. Okay. Also ich meine, das ist ja auch ein Laden, wo es maßgeblich Sterni gibt. Kippen. Irgendwie ein echt schlecht gekühltes Kühlschränkchen mit hier irgendwie Salami und so einem Shit drin ist jetzt hauptsächlich halt Sterni. Und Chips. Hm. Sie geht trotzdem rein. Ja, klar. Hallo. Moin. Sie holt das Bild raus. Kennen Sie den hier zufällig? Von dem mal jemanden hier ein Gemälde quasi, also eine Zeichnung. Ja. Ja, krass. Ja, der war hier immer mal. Und war da drüben, ist er um das Gebäude rum, hat die Leute irgendwie einigermaßen belästigt oder so. Hat nicht gebettelt, glaube ich, aber war ziemlicher Kloppi halt, ne? Hm. Und er hat da ab und zu irgendwie so ein paar Kieselchen genommen und hat da was an die Wand gemalt. Und die Leute haben ihn gelassen, weil konnte man halt abwischen und wussten wohl auch nicht mit dem um. Keine Ahnung, die eine da aus dem hier, ne, aus dem, die da unten am Schalter sitzt, die hat ihm sogar mal ab und zu dann irgendwie ein Hörnchen vom Bäcker mitgebracht oder so, keine Ahnung. Er ist auch so ein Gutmensch, ganz schlimm. Auf jeden Fall, ja, die haben den dann neulich hier, hat auch Stress gemacht. Und weiter? Ja, dann kamen die Cops. Hm. Huh. Ja, da irgendwie Sachen gegen die Scheibe da geschmissen und kaputt gemacht. Ging da Alarmanlage los und die Polizei kam. Okay. Und seitdem auch nicht mehr gesehen. Wann war das ungefähr? Das war quasi... Also vorgestern Nacht quasi, ne? Also gestern und da aber in der Nacht zu gestern war. Oder nee, es war sogar vormittags dann, oder? Nee, es muss ja in der Nacht gewesen sein. Nee, warten Sie mal jetzt. Das Spiel hat versucht sich gerade zu erinnern, wann du eingepennt warst. Aber es war, du bist ja, hast ja vormittags gepennt, als du den Traum hattest, ne?
Ja, da waren wir im Zug. Nee, das war davor. Nee, im Zug hat sie das... Nein, vor dem Aufbruch. Stimmt. Ja, du hast recht. Nee, das muss tatsächlich stimmen, das war vormittags. Das war vormittags. Ich habe ja hinten nämlich gerade die Kisten eingeräumt. Ja. Vormittags war das irgendwie gegen 8, 9, 10. Okay. Alles klar. Dankeschön. Ja. Dann geht sie jetzt, sucht sie jetzt die Frau am Schalter. Okay. Gehst da unten rein und da ist halt so eine Vorhalle mit Warteplätzen, davon genug. Und da sitzt so eine Frau hinterm Schalter. Dann geht sie jetzt zu der Frau. Die hat ein sehr freundliches Gesicht. Quasi, die ist auch vom Gebaren her ist die ein flauschiger rosa Plüschhandschuh im Wesentlichen. Okay. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hallo. Mir wurde gesagt, dass Sie diesen Mann hier zumindest sehr flüchtig kennen. Stimmt das? Das wäre vielleicht zu viel gesagt. Welches Interesse sind Sie auch von der Polizei? Nein, ich bin nicht von der Polizei. Dann weiß ich gar nicht, ob... Also ich darf bestimmt darüber reden, aber es wäre mir dann doch sehr unangenehm. Also... Naja, das ist eine Zeichnung, die von meiner Mutter angefertigt wurde. Das ist mein Onkel. Oh. Sie wird etwas rot. Ja, also... Der Herr war hier halt ab und zu und ich... Der war eigentlich... sehr nett, aber ist halt stark verwirrt. Ja. Und ich glaube, der hat ja auch keinen Wohnsitz oder keinen Wohnsitz mehr. Mehr. Und dann hat er halt irgendwann gestern Mittag, hat er hier irgendwo da drüben, glaube ich, auf der Bank erst geschlafen. Und als er dann aufgewacht ist, war er total verstört und hat den Mülleimer da irgendwie... den Innenteil rausgenommen und immer wieder gegen das Fenster gehämmert. Dann kam irgendwann die Polizei. Und dann, ja, haben die ihn erstmal mitgenommen. Und ich wurde dann kurz befragt, aber so, also ich kann Ihnen gar nicht so viel sagen. Der wurde wohl irgendwie, wie heißt das denn jetzt, Maßregelvollzug geschafft? Und zwar, um dort halt ein Gutachten zu erstellen. Also was da einfach seine Psyche angeht. Also der ist da noch nicht irgendwie inhaftiert, aber also darum geht es wohl halt, um zu gucken. Ob er zwangseingewiesen wird. Ob er vielleicht, ich weiß ja nicht genau, wie das da alles so läuft. Das heißt, ich muss mich bei der Polizei melden, ja? Also ich denke schon. Okay, danke. Wie viel hast du in Empathien? Du hast dein Charakterbuch bestimmt nicht offen. Nee, aber 3 habe ich, glaube ich. Dann, da ist noch, also ich meine natürlich, das ist klar, ne, niemand kann irgendwie mit psychisch Kranken umgehen und das ist ja klar. Die sind dann immer ganz komisch und die schämt sich natürlich noch mehr, weil, ne, du bist jetzt hier irgendwie die Dings. Und vermutlich hat sie auch die Polizei gerufen. Aber da ist noch ein Verdrängungsfaktor. Stufe 4 von 5. Können Sie mir genau sagen, was da passiert ist? Ja, der, also... Also ihr Onkel, der ist dann einfach aufgewacht. Und war ganz von Sinn und meinte, er müsse... Na, was genau hat er denn erzählt? Ja, er meinte, er müsse hinter die Spiegel. Ich weiß nicht. Bestimmt, da war so ein... Also eigentlich
fliegt ja hier nicht. Wir haben ja hier keine Flugroute direkt über die Innenstadt. Mhm. Aber da war dann. War, glaube ich, ein riesiges, so ein Transportflugzeug. Vielleicht hatten die irgendwas. Auf jeden Fall, ja, das flog hier drüber und der Schatten war sehr, der hat auch mich kurz irgendwie verstört, weil das war nicht, das sah ganz merkwürdig aus. Und dann ist er. Dann hat er diesen Mülleimer halt genommen und ist. Ja, wie von Sinn halt hat er auf die Scheibe eingeschlagen. Richtig doll und immer schneller. Und hat geschrien, also so wie ich das. Der war sonst sehr zurückhaltend und höflich irgendwie, aber da ist er wirklich eher wie so ein. Ja, so ein. Ja, sehr unmenschlich irgendwie. Hat er ihn mal irgendwann einen Namen genannt? Nein, gar nicht. Er hat überhaupt fast nicht gesprochen. Gut. Dankeschön. Sie nickt dir halb aufmunternd, halb erleichtert, dass du dich verpisst zu. Hm. Oh Gott, egal wo Sophie jetzt hin muss, ist nicht, bei den Bullen kann die schon gar nicht mehr bestehen. Das ist scheiße. Es gibt keine Geschichte, die sie den Bullen erzählen könnte, die ihr abnehmen. Sie weiß halt nicht mal, wie der Typ heißt. Scheiße. Hey, die Bullen können es auch nicht wissen. Ja, aber ich sag mal, es braucht weniger als Recherche, weil die ihren Personalausweis da vorlegen muss. Mhm. Aber der Nöcker, ne? Der? Kann vielleicht weiterhelfen. In der Tat war es so, dass Pascal euch ja gesagt hatte, dass er zumindest die Nummer von Leuten hat, die sich gerade um so Studiumsfälschungen kümmern können, ne? Und ich glaube, hatte der das spezifiziert? Ich glaube, er hatte euch sogar gesagt, dass es sich dabei um Hannah und Claudius handelt, ja? Mhm. Hm. Dann ruft sie, wenn sie dann draußen ist, auf der Straße immer an. Was ist denn los, du Vagina-Visage? Dir auch einen schönen guten Tag. Passend auf, ich bräuchte gegebenenfalls mal Hilfe in einer etwas vertrackten Angelegenheit. Und du warst der Erste, der mir eingefallen ist, den ich vielleicht fragen könnte. Nehme ich das jetzt als Kompliment? Ich denke nicht. Doch. Aha. Es schmeichelt wenig. Tja, das liegt nicht an mir. Ich war der Erste. Ah. Ja. Mhm. Und? Ja, es ist okay. Warte, was ist denn? Ich muss jemanden finden. Und ich fürchte, der befindet sich an einem Ort, wo ich nicht so ohne weiteres hinkomme, ohne dass man irgendwie mir jedwede Geschichte, die ich dafür erzählen könnte, nicht abnimmt. Bist du nicht eine Ski? Nee. War echt eine dumme Idee, das abzulegen, ha? Huh? Nee, eigentlich nicht. Also. Finde ich zumindest. Ja, keine Ahnung. So. Ja. Ja, dann komm halt rum. Okay.
Brauch noch ein bisschen. Ich bin noch in Leipzig. Also in so frühestens 3 Stunden. Ja, so 2 bis 3. Es sei denn, du sagst mir, ich soll erst in 3 Stunden kommen, dann bin ich erst in 3 Stunden da. Nee, du brauchst doch jetzt noch bis zum Bahnhof, dann muss erstmal ein Zug kommen, dann braucht der 40 bis 50 Minuten und dann kommst du noch her. Ja, ich klingel dann einfach an deiner Tür. Das machst du richtig. Okay, bis später. Piep. Wir machen erstmal ein kurzes Päuschen. Okay. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. Thank you.